Guten Morgen, meine Lieben. Ich dachte, ich vlogge wieder, denn ich habe tatsächlich schon voll lange nicht mehr gevloggt. Und heute ist ein guter Tag, habe ich das Gefühl. Deswegen nehme ich euch mit, obwohl nichts Spannendes passiert. Ich zeige euch nur meinen Alltag. Ich erzähle euch wieder ein bisschen was. Es ist wieder einiges passiert. Ja, ich habe schon Sport gemacht. Die erste Runde habe ich durch. Dazu gleich mehr. Ich habe mir meine Nägel neu gemacht. Beim letzten Mal habt ihr die gar nicht gesehen, weil ich da den Monat nicht gevloggt habe. Da hatte ich die so Bordeaux, Aubergine. Das war aber so ein Farbgel. Aber die sind mir relativ schnell abgebrochen, weil ich die zu dünn gemacht hatte, die Nägel. Also wenn ich die zu dünn mache, brechen die ab. Deswegen habe ich sie diesmal dicker gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Das sieht irgendwie doof aus, weil die so dick sind. Naja, das ist zu viel mit diesem Gold am Ringfinger, ich weiß, aber irgendwie gefällt das keinem, weder meiner Mutter noch meiner Schwester. Meine Mutter gefällt diese Farbe hier drunter nicht. Meine Schwester findet zu viel Glitzer. Ja, ich wollte diesmal was Nudiges, etwas, weil beim letzten Mal war was Kräftiges, jetzt wollte ich Nude. Beim nächsten Mal mache ich wieder was anderes. Ja, ich finde es jetzt auch nicht so. Also ich finde auch, das passt mir so nicht, aber ja, was soll's, ne? Ja, egal. Oh mein Gott, was? Ich wollte euch so viel erzählen, jetzt habe ich wieder die Hälfte vergessen. Wo fange ich an? Genau, ich habe mich, oh Gott, gestern habe ich mich beim Rasieren geschnitten an so einer komischen Stelle. Ich zeige euch das mal. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, hier am Fuß. Oh, Moment. Oh, oh, Scheiße! Es will nicht, wie ich will. Ah, so. Seht ihr das hier? Habe ich mich geschnitten. Ich rasiere mich wirklich jahrelang hier und ich habe mich noch nie geschnitten. Nur jetzt. So, was ich eigentlich sagen will. Ich habe mich da geschnitten und es blutet. Also wenn ich duschen gehe, mache ich das Pflaster ab und danach blutet es wie verrückt. Und ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn das nicht aufhört zu bluten. Es ist wirklich nur so eine kleine Stelle, aber es blutet. Aber egal. Was soll ich euch noch sagen? Oh mein Gott, ich habe den Faden verloren. Akku schon wieder leer. Ich habe den Faden verloren. Okay, gestern war ich auf dem Geburtstag mit meinen Eltern. Nee, Samstag waren wir grillen bei meiner Tante im Garten und gestern waren wir auf einem Familiengeburtstag und ich muss sagen, das war richtig schön. Das war nicht so langweilig, so steif, so kalt wie immer. Das war richtig schön. Meine Schwester war da, meine Mutter war da, mein Vater war da. Opa war da, seine Freundin war da. Also die ganze Family, das war so schön gemütlich, so harmonisch, was bei uns nie der Fall ist. Das war richtig geil. Und da gibt es richtig geiles Essen. Richtig geil. Und zwar, die Cousine von meinem Vater hatte Geburtstag und ihr Mann ist Marokkaner, ja. Und die fahren immer nach Marokko und die bringt so geile Gewürze mit. Und mir hat sie auch was gegeben. Ich kann euch das mal zeigen. Was hat sie mir gegeben? Zeige ich euch gleich. Und sie hat mir auch die Rezepte gegeben, weil sie hat so einen Reissalat gemacht. Aber ich glaube, das war nicht marokkanisch. So einen Reissalat hat sie gemacht. Fischfrikadellen, die waren richtig geil. Und so kleine Küchlein, so aus einer Gugelhupf, aber so Mini-Muffin. Also das war richtig lecker. Und dann hat sie mir so, dafür hat sie so ein Orangenblütenlikör, nee, nicht Likör, Orangenblütenwasser benutzt. Und das soll ich mir auch kaufen. Das gibt's im marokkanischen Laden. Und gibt's bei mir, ja, das ist in der Nähe. Man kann hinlaufen. Da will ich auch noch hinfahren und mir das holen. Ich zeige euch erstmal die Gewürze und dann erzähle ich weiter. So, ich zeige das mal. Das hat sie mir hier. Das sie gegeben. Das ist Kardamom. Kardamom. Schreibt mir mal, ob ihr das kennt. Das sieht aus wie Sonnenblumenkerne. Ist wohl sauteuer. Ein Kilo kostet 40 Euro. Es soll sehr gesund sein. Ich habe mich da auch so ein bisschen eingelesen. Ja, tut man ein oder zwei morgens in grünen Tee rein. Habe ich jetzt gemacht. Also geschmacklich hat sich nichts getan. Aber die sollen wohl sehr, sehr gut sein. Also ja, teste ich gerade. Dann hat sie mich hier, also das habe ich mir jetzt schon abgefüllt, so eine marokkanische Gewürzmischung. Da ist drin Ingwer, Pfeffer, Schwarz, Paprika, Kreuzkümmel und Kurkuma. Das ist also schwarz, das ist stark, wollte ich sagen. Nicht stark, scharf. Guck mal, wie viel ich davon habe. Davon nimmt man nicht so viel. So Behälter finde ich richtig cool, freue ich mich. Mein Gewürzschrank explodiert, Leute. Ich habe gar keine Gewürzbehälter mehr. Ich muss mir neue kaufen, aber keiner macht eine Tupper-Party, weil ich benutze immer die von Tupper. Ja, also hier, die benutze ich immer von Tupper. Die seht ihr?
ist voll, hier sind überall Gewürze. Hier in dem Behälter sind auch noch Gewürze drin. Ja, das habe ich auch noch nicht aus Himalaya-Salz. Oh mein Gott. Aber guck mal, hier mein Süßigkeitenschrank wird langsam leer. Weiter geht's. Dann hat sie mir das hier gegeben. Hier sind keine Gurken drin. Das, warte, was war das? Oh mein Gott, was war das? Harissa, genau. Ich weiß nicht, kennt ihr Harissa? Nein, macht nichts. Ich kannte das vorher auch nicht. Das ist so eine Paste, die ist richtig scharf, davon hat man auch wenig. Oben drüber ist Öl, also man soll hier ein bisschen viel habe ich gemacht, ne? Also Öl, damit das nicht schimmelt, damit es nicht schlecht wird und lange haltbar ist. Davon hat man auch noch ein bisschen. Ich werde das, glaube ich, ein Leben lang haben, weil ich wohne alleine und irgendwie. Also finde ich richtig cool und man lagert das halt im Kühlschrank, ja. So, dann zeige ich euch noch mein Outfit of the Day, dass ich jetzt Sport mache, wie ihr seht, hier im Hintergrund so eine. Das ist meine neue Sport-Tight-Leggings. Das kommt nicht so richtig zur Geltung. Das ist so ein schönes Grün hier, aber das kommt nicht so rüber. Hier steht Athletik. Das ist richtig schön. Dann noch so ein Oberteil für zu Hause, so ein Sportoberteil, Sport-BH. Und ja, mit Pantoffeln mache ich Sport. Ja, genau. So, dann haben meine Schwester und ich uns überlegt, wir machen eine Abstimmung. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild seht. Ansonsten, vielleicht kann ich euch das nochmal einblenden. Also dieses Foto hier. Ich weiß nicht, ob ihr es seht hier. Und die Frage war, wer wiegt weniger? Genau, wer wiegt weniger? Hier könnt ihr es nochmal besser sehen. So, genau das. Vielleicht blende ich euch das auch nochmal ein. Die Frage war, wer wiegt weniger? Und ich kann mal gucken bei der Abstimmung, wie es momentan liegt, aber meine Schwester, alle denken, dass meine Schwester weniger wiegt, ja, weil sie auf dem Foto richtig schlank aussieht. Also sie ist jetzt nicht mehr, sie hat auch viel abgenommen, sie ist nicht mehr dick, ja, aber auf dem Foto sehen ihre Beine richtig schlank aus. Sie behauptet, das ist nicht bearbeitet. Ups, Moment. Also sie behauptet, es ist nicht bearbeitet. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie sich so hingestellt, dass sie so schlank aussehen. Sie hat zwar schlanke Beine, aber nicht so schlank wie auf dem Foto. Ja, und alle, und ohne Filter, mein Bild war auch ohne Filter und ohne alles. Ich sehe auch relativ schlank aus, obwohl mein Bild aktuell ist von Samstag. Heute ist Dienstag übrigens. Und alle denken, meine Schwester wiegt weniger. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob sie weniger wiegt, weil sie mir ihr Gewicht nicht sagen will. Aber ich glaube, dass ich weniger wiege, beziehungsweise wir gleich viel wiegen. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass sie weniger wiegt, weil wir hatten das schon mal vor 2, 3 Jahren, hat sie mir gesagt, da sah die auch schlanker aus als ich und ich habe weniger gewogen. So, das zu diesem Thema, deswegen weiß ich nicht. Also ihr denkt, das Foto täuscht einfach nur, weil alle denken, dass sie viel, viel weniger wiegt. Aber ich glaube nicht, dass sie weniger wiegt. Also wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich schaue mal eben. Moment, ich habe gestern zu viel gepostet. Es ist 85% für meine Schwester und 15% denken, dass ich weniger wiege. Ich glaube, die 15% liegen richtig, nicht die 85%. Aber naja, oh mein Gott, jetzt vlogge ich wieder und jetzt bin ich wieder im Zeitdruck, weil ich habe heute einen Zeitplan, den ich einhalten muss. So, und zwar, was war der Plan? Wollt ihr noch erzählen? Genau, ich habe momentan kein Auto, weil, ich habe das Auto meiner Schwester zurückgegeben, ja, weil, das war ja ihr Auto, ich habe das von ihr bekommen, weil sie hatte damals einen Firmenwagen. Sie wollte es verkaufen, dann habe ich es aber doch bekommen und ich habe mir so gedacht, ich werde es ihr, falls sie es irgendwann braucht, gebe ich es ihr wieder, weil bald ist das irgendwie ein Oldtimer und da muss man keine Steuern bezahlen. Das Auto ist noch in einem sehr guten Zustand und so weiter. Und ich habe es dann genommen und ich wusste, irgendwann gebe ich es ihr dann zurück. Ja. Und jetzt wollte sie sich ein neues Auto kaufen und dann habe ich so gedacht, nee, ich gebe dir das zurück, weil jetzt kam wieder TÜV müsste ich bezahlen, also da müsste wirklich sehr, sehr viel gemacht werden. Und ich bin ehrlich, ich habe momentan einfach die finanziellen Mittel nicht dazu. Zudem wollte ich sparen, weil ihr, wie gesagt, wisst, ich ausziehen möchte. Und ja, ich jetzt doch mal so zusammengerechnet habe, was das kostet. Schon allein ein Umzugsunternehmen kostet 2000 Euro. Ja, deswegen habe ich mich schweren Herzens dazu entschieden, ihr das Auto zurückzugeben. Ja, ich dachte eigentlich, ich mache ihr eine Freude. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich tue mir damit einen Gefallen und ihr einen Gefallen. Ja. Aber was musste ich mir wieder anhören? Ich habe das Auto schlecht behandelt. Ich habe da gar nichts gemacht.
Und ich habe das ja total ruiniert und ja, so in diese Richtung ging das. Und dann habe ich ihr gesagt, sie könnte sich mal freuen, dass ich ihr das Auto zurückgegeben habe. Und dann sagt sie, ich hätte mir ja ein neues kaufen können. Ja, das zu diesem Thema, seitdem sie das gesagt hat, bereue ich es, ihr das Auto zurückgegeben zu haben, weil Auto ist schon Luxus. Auto ist echt schon Luxus, muss ich sagen, weil ich merke, wenn ich jetzt mit Bus und Bahn fahre, wie viel Ticketgeld ich wieder ausgebe, dass es immer voll ist. Ja, ich nicht mal zum Sport fahren kann, weil ich kein Auto habe. Und ja, ich habe jetzt schon 2 Wochen keinen Sport gemacht und ich war so fit gewesen. Ja, und ich jetzt überlege, wie ich mich anders fit halten kann. Ja. Und was wollte ich noch sagen? Genau. Ich habe jetzt ein Foto bei Instagram gepostet, das mit den Blumen. Genau, mit den Blumen könnt ihr mal vorbeischauen. Und viele schreiben mir, ob ich wieder abgenommen habe, weil ich dünner aussehe. Und nein, ich habe gar nichts abgenommen. Seit Januar ist das Gewicht, dass das runtergegangen ist, hochgegangen ist, runtergegangen ist, hochgegangen ist. Aber wenn ich auf die Waage gehe, habe ich genau dasselbe Gewicht wie im Januar. Das heißt, ich habe nichts abgenommen. Ich habe in letzter Zeit viele Süßigkeiten gegessen nach dem Mittagessen. Also ich habe mich gesund ernährt, nur die Süßigkeiten. Aber ich habe auch viel Sport gemacht. Ich bin wirklich sehr, sehr oft zum Sport gegangen. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr das gesehen. Vielleicht habe ich dadurch Muskeln aufgebaut. Vielleicht, ich weiß es nicht, aber mein Gewicht hat sich wirklich nichts getan. Und ich habe auch nicht gemerkt, dass ich abgenommen habe. Deswegen. Keine Ahnung. Genau, beim Sport. Ich war letztens mit meiner Schwester beim Sport. Also als ich das Auto gegeben habe, waren wir noch das letzte Mal zusammen beim Sport. Also was soll ich sagen, ne? Ich will ja nicht meckern, aber ich mache mein Sportprogramm so, wie ich es möchte und so, wie ich es für richtig halte. Wie gesagt, ich mache nicht so extremen Sport, ja? Wir waren an diesem Stepper, dann sagte ich, ja, nicht Stufe 2, du musst schon ein paar Stufen höher machen, weil sie hat Stufe 5 oder 10 gemacht, ne? Ja, aber wenn ich mich auf Stufe 2 wohlfühle oder auf Stufe 1, dann kann ich wohl die Stufe machen, die ich möchte. Mir bringt es trotzdem was. Wisst ihr, was ich meine? Dann waren wir in diesem Freihantelbereich, nur für Frauen. Ich habe meine Armübung gemacht. Ne? Es war wirklich voll mit Mädels. Und sie sagt mir ständig, mir war das so peinlich. Sie sagt mir ständig, nein, du machst das falsch, du machst das so falsch, du machst das so falsch. Ne? Mach das so und so. Ey, da war nur Mädels. Und mir war das so peinlich, wo sie das gesagt hat. Weil ich meine, wenn da jetzt keiner wäre, wäre es okay gewesen. Aber mir war das so peinlich, weil ich da in ihren Augen alles falsch gemacht habe. Ja, was dann? Da waren wir. Ich hatte schon keinen Bock mehr, da mit ihr mein Sportprogramm durchzuziehen. Ich habe auch nicht alles gemacht, weil ich da keinen Bock mehr drauf hatte, weil mich das so genervt hat. Dann waren wir auf dem Laufband, ja, und ich war wirklich stolz, dass ich 2,5 Minuten durchlaufen kann, ne? Was ist mit meiner Schwester? Sie läuft 11 Minuten durch, ne? Und ich mir denke, hey, wisst ihr, was ich meine? Ihr freut euch, weil ihr 2,5 Minuten schafft und dann kommt jemand anders und ruiniert euch euren Triumph. Also wenn ihr versteht, was ich meine. Ich meine, es ist ja schön, dass sie 11 Minuten schafft, aber ich schaff's nicht. Mein Ziel war mal 5 Minuten durchzulaufen. So, und dazu hat mir jemand geschrieben bei Instagram, nicht böse gemeint, aber die Bahn ist wahrscheinlich nur voll, wenn die Schule beginnt, zwischen 7 und 8 und wenn die zu Ende ist, 13 und 14. Fahr doch einfach zwischen den Stoßzeiten, finde, dass es nur eine Ausrede ist. Dazu muss ich sagen, nein, es ist keine Ausrede, weil ich suche keine Ausrede. Ich weiß jetzt nicht, was sie jetzt meint mit Ausreden, ob das jetzt auf Bus und Bahn bezogen ist oder ob das auf mein Sportprogramm bezogen ist, weil ich versuche trotzdem immer einen Weg zu finden, um Sport zu machen, weil wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Auch wenn man kein Geld hat, auch wenn man kein Auto hat, man kann immer irgendwie Sport machen, sich immer irgendwie bewegen, sei es nur spazieren gehen oder weiß ich, Inliner fahren oder Homeworkout, dafür braucht man nicht viel und man kriegt die Sachen schon echt günstig bei Action, was man braucht nur Hanteln, eine Matte und das reicht eigentlich schon. Also man braucht nicht viel und ich finde, ich suche keine Ausrede, um keinen Sport zu machen. Also ich finde, ich muss jetzt nur Lösungen finden, wie ich mein Sportprogramm machen kann ohne Auto. Deswegen steige ich jetzt wieder mit Homeworkout ein. Wobei, Homeworkout habe ich am Anfang meiner Diät gemacht. Jetzt macht mir Fitnessstudio mehr Spaß als dieses Homeworkout. Deswegen muss ich mich da so durchquälen momentan, weil mir macht das keinen Spaß, dieses Homeworkout. Früher ja, jetzt habe ich was anderes gefunden, was mir Spaß macht. Ja, und zu Bus und Bahn. Ich fahre wirklich nicht gerne Bus und Bahn, weil es wirklich immer voll ist, egal wann ich damit fahre. Deswegen laufe ich lieber zu Fuß, wenn es geht. Aber manchmal muss man weiterfahren in die Stadt. Da kann ich nicht zu Fuß laufen. Da bin ich nämlich 2 Stunden unterwegs.
Ja, das zu diesem Thema wollte ich noch was sagen. Nur überlegen. Ich glaube nicht. So Leute, ich will jetzt einkaufen und ich zeige euch meinen kleinen Einkauf. Und zwar einmal Wattepads. Cherry-Tomaten, die sind momentan bei Aldi im Angebot für 55 Cent. Dann Erdbeeren im Angebot für 99 Cent. Eine Sahne. Ein Joghurt. Bananen, zwei Paprika, Süßkartoffeln, auch im Angebot für 1,50. Kaisergemüse und Nüsse. So, jetzt habe ich euch vergessen, das Mittagessen zu zeigen, als es fertig war, weil ich so einen Hunger hatte. Aber jetzt bin ich pappsatt und das sind die Reste. Und hier könnt ihr es nochmal in der Pfanne sehen. Oh, Scheiße. So, wir haben schon tatsächlich 6:30. Ich habe Hunger. So, genau, und an dieser Stelle möchte ich diesen Vlog auch beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir sehr, sehr gerne Feedback da. Und ja, wenn ihr öfter so einen Vlog sehen wollt, wo ihr meinen Tag bestimmen könnt, dann gebt dem Video sehr, sehr gerne einen Däumchen nach oben und abonniert diesen Kanal. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ja, ansonsten war es das schon. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!